gehen in das kleine Finale um Bronze. An meiner Seite auch heute wieder wie gestern schon Marco Rossmann. Hallo Marco. Hallo. Marco Rossmann, ehemaliger Vize-Weltmeister, deutscher Meister, immer noch ein Hobbyradfahrer, vor allen Dingen aber auch beim Bund Deutscher Radfahrer angestellt, zuständig für die Förderung und Organisation des Hallenradsports und vor allen Dingen auch für die Nachwuchsförderung. So, wir gehen erstmal auf das Sportliche ein. Ja, das ist natürlich zwei benachbarte Kunstradsport, Radball, Hochburgen, Schweiz und Österreich. Ist schon ein bisschen spannend, ne? Ja, absolut. Also wir haben ja gestern und auch vorgestern drei, beziehungsweise jetzt sogar überraschenderweise mit den Tschechen, vier Mannschaften auf Augenhöhe sehen können. Aber jetzt hier im ersten Halbfinale können wir sogar von einem Prestige-Duell sprechen, denn die beiden Nationen, Österreich und Schweiz, spielen ja schon seit Jahrzehnten auf Augenhöhe gegeneinander. Und ja, jetzt hier auch mit dem ersten Treffer für die Schweiz geht das junge Team in Führung. Also die Schweizer, wie so oft in dieser Sportart, ein Familienteam. Benjamin und Severin Weibel, Benjamin 28, Severin 29. Übrigens, der Benjamin, der gerade das 1:0 geschossen hat, sein Motto ist, wer später bremst, bleibt länger schnell. Ja, also damit kommt man zum Erfolg. Und übrigens, die Schweizer, die haben immer eine riesen Fangruppe bei sich. Also hier unter uns links, die ganze Kurve ist voll. Das werden wir dann auch gleich sehen, wenn die ihre Fahnen wieder auspacken. Obschwitz, die Rufe hallen durch das Rund hier und sorgen unter den 3.500 Zuschauern, grob geschätzt, natürlich immer wieder für Stimmung. Die Schweizer, muss man sagen, waren vor zwei Jahren, das war ja die letzte Weltmeisterschaft, letztes Jahr pandemiebedingt, keine Kunstrad- und Radball-Welttitelkämpfe. Da waren sie bei der heimischen WM Vierte geworden. Oder wie die Schweizer, glaube ich, sagen, die Ledermedaille haben sie geholt. Das, was bei uns Holz und Blech ist, ist bei denen Leder. Aber die beiden sind im Moment das Maß der Dinge in der Schweiz. Schweizer Meister, Pokalsieger gewesen. Also, die wollen hier eine Medaille holen, ganz eindeutig. Ja. Damals ging Bronze an nach Tschechien, noch an das alte, an die alte Mannschaft Smith-Skotak. Nee, ist nicht richtig, an Hirtlička Loskot, aber auch die haben schon, sind deutlich älter als das jetzige tschechische Team. Und das war eine herbe Enttäuschung für die beiden Schweizer. Und die haben sich sicherlich deutlich mehr damals ausgerechnet. Und heute und auch die beiden letzten Tage ist eine deutliche Leistungssteigerung und ein ganz anderes Auftreten. Also ich würde mich festlegen, dass sie dieses Jahr mit einer Medaille nach Hause gehen. Und wenn man jetzt sieht, dass sie hier auch schon wieder in Führung gegangen sind, ich glaube, sie haben sich wesentlich höhere Ziele gesteckt in diesem Jahr. So, gerade Lattentreffer, also fast der Ausgleich durch Stefan Feuerstein. Ja, das ist ja auch eine neue Paarung, die an den Start gegangen ist. Österreich rechts sieht man im Tor stehend Patrick Schnetzer, einer der erfolgreichsten Radballer aller Zeiten. Und im Moment von den Aktiven der erfolgreichste, nämlich mit 7 Weltmeistertiteln, davon 6 mit Markus Bröll. Jetzt eben neu am Start mit Stefan Feuerstein. Patrick Schnetzer, 28 Jahre alt, im Tor gerade. So, und da wollte er natürlich einfach das leere Tor ausnutzen, der Schweizer. Sozusagen ein Konter, ärgert sich ein bisschen wieder. Vorhin in dem Spiel, in den K.O.-Spielen, Qualifikation quasi für die Halbfinals, da hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass die Österreicher nicht mehr so viele Fans auf ihrer Seite haben, weil Patrick Schnetzer mit seiner gelb-roten Karte gestern hat sich ein paar Sympathien verscherzt, glaube ich. Ja, mich hat auch ehrlich gesagt die Kommissärsansetzung jetzt etwas irritiert, denn ich spreche mal von unserem Kommissär, denn der Dr. Patrick Meyer ist der BDR-Kommissär, der deutsche Kommissär, pfeift eben jetzt genau wieder das österreichische Team. Und er war es eben, der dem Patrick Schnetzer die gelb-rote Karte
gegeben hat. Und ich hätte es sehr wahrscheinlich, wäre ich für die Kommissärsansetzung zuständig, anders besetzt. Und die Möglichkeit wäre sicher gegeben gewesen. Allein schon, um die Spannung um da etwas rauszunehmen. Weil die gelb-rote Karte war schon in Ordnung. Absolut berechtigt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja. Aber um ein bisschen die spannungsgeladene Luft zwischen ihm und dem Patrick vielleicht rauszunehmen, wäre das geschickter gewesen. Ganz ja, genau. So, ganz also, es geht hin und her. 2-1. Ja, erst ein sehr schöner Treffer der Schweizer hinten in den Winkel und jetzt eigentlich aus dem eigenen Angriff heraus so ein bisschen zu überhastet, vielleicht auch abgeschlossen bei 2-0 Führung und dann den Konter gefangen zum Anschlusstreffer. Für diejenigen, die sich hier reingeklickt haben, ein paar Basics vielleicht noch, die vielleicht nicht so oft mit dem Radball zu tun haben. Also das Tor, 2x2 Meter, quadratisch, was es nicht in so vielen Sportarten gibt. Dann zwei Mann, der eine in der Regel dann der Torwart, aber natürlich verteidigen dürfen beide. Der andere eben in der Defensive meistens weiter vorne platziert. So, das ist jetzt eine Ecke. Ja, ein freier Ball, der wird oft einstudiert, diese Situation. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Marco, wie oft wird das trainiert? Nahezu jedes Training, je nachdem, wie man sich die Trainingsinhalte gestaltet. Na klar, aber das ist schon etwas, was man nahezu in jedem Training einstreut. Zumindest die Spitzenteams, genauso wie Abgaben und alle anderen Standards, Anspiele. Also Anstöße, Ausbälle etc. Also Eckball, sehr gut nachgesetzt. Absolut. Also die beiden Brüder bauen den Vorsprung aus, 3-1. Die Schweizer Ecke aus dem Häuschen. Und direkt der Versuch zu verkürzen wieder von Stefan Feuerstein. Der dritte Partner mittlerweile in der langen, erfolgreichen Karriere von Patrick Schnetzer. Alle kommen sie aus Radsport begeisterten Familien. Die Weibel-Brüder zum Beispiel auf Schweizer Seite haben auch, wenn ich es richtig weiß, eine Schwester, die Kunstradsport im Einer betreibt. Patrick Schnetzer selbst, da sind sie. Ja, die unheimlich feierfreudigen Schweizer, die Eidgenossen, die immer schon, glaube ich, ein Jahr im Vorfeld schon ihre Tickets kaufen, damit sie auch ja dabei sind wieder. Nächstes Jahr, wo findet die Weltmeisterschaft statt? Nächstes Jahr sind wir in Belgien zu Gast, in Gent. Letzten Monat wurde durch den Weltverband, die UCI, die Weltmeisterschaft für das kommende Jahr vergeben. Die offizielle Vergabe hat stattgefunden und auch 2023 ist die Weltmeisterschaft schon vergeben. Da finden mit allen Radsportdisziplinen die Weltmeisterschaften im schottischen Glasgow statt. So, das ist ein gutes Stichwort, denn das sollen ja sozusagen die Weltspiele des Radsports werden. Ganz also genau. Wirklich eine Premiere, eine Neuerung, hochinteressant, nämlich dass sozusagen alle Weltmeisterschaften der radsporttreibenden Sportarten, also vom Profi-Radrennen auf der Straße über die Bahn bis hin zu den Kunstradfahrern eine Weltmeisterschaft quasi ein großes Event bilden und ich glaube, die Kunstradfahrer und Radfahrer wären diejenigen, die am meisten davon profitieren wollen. Also für unsere Sportarten eine riesengroße Chance, uns zu präsentieren, zu zeigen, was wir für erstmal zustande sind, zu leisten, was wir auf den Rädern können, aber auch was wir für eine Stimmung in der Halle haben und auch auf die anderen Zuschauer, die eben die aus anderen Bereichen können, übertragen können. Genau. Denn jeder, der mal so eine Veranstaltung im Hallenradsport besucht hat, der kommt auch wieder und ist immer begeistert. Das haben auch wir, die Gespräche, die ich geführt habe mit Persönlichkeiten, die eben noch nicht beim Hallenradsport waren, haben wir das bestätigt und ich bin mir sicher, das können wir auch nach Glasgow tragen. Ja, also genau diese Stimmung, die Kunstradfans und Radballfans ja ohnehin kennen, weil sie immer dabei sind und begeisterungsfähig sind. Also so, Pfosten, also beinahe das 4-1. Also genau diese Stimmung,
die wird jetzt mit Sicherheit einem größeren Publikum dann mit dieser Neuerung bekannt werden. Also das wird, das muss man sich vorstellen, auf einem Level sind dann plötzlich Tour de France-Sieger oder Sympathieträger-Stars wie Sprinter Pascal Ackermann und die Bahn-Tracks zusammen dann eben mit einer Weltmeister im Kunstradfahren wie Lukas Kohl, die sind auf einer Höhe dann und können sich da repräsentieren. So, da haben wir jetzt natürlich so eine Situation, wie sie nicht selten vorkommt im Radball. Da ist Patrick Schnetzer, der hat ordentlich eine abbekommen. Hast du genau gesehen, was passiert ist? Ja, einfach bei der Defensivarbeit durch den Schweizer Feldspieler gab es einen Zusammenprall, was aber absolut in Ordnung war, also kein böses Foul. Und dann ist das Rad weggerutscht, was aber auch flächenbedingt eventuell noch unterstützt oder ja, erschwert worden sein kann. Das ist dadurch bedingt, dass hier ja große Werbeaufkleber auf der Fläche vorhanden sind, die einen anderen Grip haben, ja, beziehungsweise weniger Grip haben und da das Rad schneller wegrutscht. Und ich vermute, dass der Patrick Schnetzer ein bisschen auf den Hüftknochen gefallen ist. Und aber er wird gleich wieder stehen. Ich denke, so schwer kann die Verletzung nicht sein. Also wir wünschen ihm, dass er gleich wieder fit sein wird, denn natürlich träumt er auch wieder von seiner nächsten WM-Medaille in seiner langen Karriere. Er ist ein ganz ehrgeiziger Typ, also der wird sich das nicht nehmen lassen, hoffentlich wieder aufs Rad zurückzukehren. Und wenn er dann aufgestanden ist, werden wir auch dann gleich wieder ein paar von den vielen Helferinnen und Helfern sehen, die dann mit großen, breiten Besen versuchen, das Parkett wieder trocken zu machen, denn natürlich Patrick, der jetzt am Boden liegt, ist ja geschwitzt, der wird jetzt Feuchtigkeit auf dieser Werbefläche hinterlassen. Das muss natürlich zuerst mal trocken gemacht werden, damit da keine weitere Gefahr entsteht. So, da haben wir einen der vielen, vielen Volunteers. Wie viel habt ihr im Einsatz, Marco? Alle, nur die Sieger haben noch die Chance, eben dann logischerweise auf Gold, weil sie ins Finale einziehen. Boah. Sicher verwandelt. Also, so, und da sieht man, was der Junge drauf hat. Eben noch halb am Boden zerstört und jetzt zimmert er die Kugel oben rechts rein. Also der Ball. Ja, ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen, aber solche Verletzungen werden oftmals auch genutzt, um einfach nochmal eine gewisse Ruhe reinzubringen, um die Taktik nochmal festzulegen. Okay. Also man hat es auch gesehen, sein Partner Stefan Feuerstein steht hinten dann beim Trainerteam, während sich der Physiotherapeut um Patrick Schnetzer gekümmert hat. Da gibt es nochmal Anweisungen, man kann nochmal durchschnaufen. Bei 1-3 Rückstand, 6 Minuten vor Schluss macht das auch Sinn. Vielleicht war es so, das ist auch nichts Unfaires, man muss es eher als clever ansehen. Und jetzt der Anschlusstreffer gibt ihm dann, wenn es so war, dann auch in der Situation recht. Ein bisschen taktieren, wenn es mit fairen Mitteln passiert, ist natürlich das Handwerk auch von den Radballern, ganz klar. So, auch da kurz zur Regelerklärung. Das Spielfeld 14x11 Meter. Und wenn einer der Jungs hier mit dem Fuß den Boden berührt, muss er zurückfahren hinter die eigene Torauslinie und dann darf er erst wieder ins Spielgeschehen eingreifen. So, mit dem freien Ball, mit dem Freistoß quasi wieder der Versuch, den Ausgleich zu erzielen. Aber ins Tor ausgelenkt, Wiederholung, Ecke,
Freier Ball. Große Chance auf das 3-3. Und sehr schöne Ecke. Auch einstattierte Variante. Patrick Schnetzer links im Tor. Wir haben schon erzählt, verheiratet mit Nadja Schnetzer, frühere Türmer, Nadja Türmer aus Mainz-Finden, die ja mit ihrer Schwester Julia mehrfache Weltmeisterin wurde. Im Zweier Kunstverfahren der Frau wieder die Führung. 4-3 für die Schweiz. Sehr clever abgeschlossen. Es war eine ganz unangenehme Höhe. Wenn der Tormann nach unten greifen muss, ist es immer sehr schwierig, den Ball zu halten. Also knapp über den Sattel abgeschlossen. Und dann wird es auch für den Patrick Schnetzer schwierig. Also wirklich sehr, sehr gut, sehr guter Schuss. Noch 3 Minuten 45 Sekunden. Also das wird bis zum Ende spannend bleiben. Da gehe ich mal davon aus, weil die Österreicher werden das erstmal nicht hinnehmen wollen und wollen ausgleichen. Wenn man gleich jetzt Patrick Schnetzer wieder im Tor links sieht, der einfach stehen kann mit seinem Fahrrad, dann ist das natürlich nur möglich. Wow! Also, da ist er. Super. Also jetzt der zweite Schuss hintereinander, der genau passt. Also auch die Schweizer jetzt mit Top-Abschlüssen. Stark. Um meinen Gedanken fortzusetzen, da wenn der Torwart quasi stehend parieren kann, dann geht das natürlich nur, weil er eine, ja, ich sag mal laienhaft, eine starre Narbe hat, also vorwärts und rückwärts treten kann. Da ist kein Leerlauf, sonst ginge das natürlich nicht. Es ist 1:1 Übersetzung, also ganz klein, damit man schnell antreten kann, schnell Geschwindigkeit aufnehmen kann. Keine Gangschaltung für alle, die wirklich einfach mal das erste Mal hier dabei sind. Logischerweise würde das hier auf diesem Parkett überhaupt keinen Sinn machen. Also 1:1 starre Narbe und damit diese Wendigkeit, diese Geschwindigkeit auf dem kleinen Spielfeld erst möglich. Wieder die Abwehr, wieder gehalten. Und so langsam läuft den Österreichern die Zeit davon, weil 2 Tore Vorsprung. Ja, das muss man gegen die Weibel-Brüder, die natürlich auch abgebrüht sind, erstmal gut machen. Ja, jetzt hängt schon ein bisschen von der Ecke ab. Treffer. In der Tat. Verkürzung. 5:4. Jetzt wird es nochmal eng. 1:45 vor Schluss. Die Schweizer werden jetzt vermutlich ein bisschen das Tempo rausnehmen, versuchen lange im Ballbesitz zu bleiben. Ja, gleich abgedreht. Die Uhr ein bisschen runterspielen. Und die Option für die Österreicher ist jetzt, dass man den Tormann rausnimmt. Normalerweise beginnt man das so ab 60 Sekunden vor Schluss. Oh, aber jetzt der Abspielfehler. Oh, sehr gut verteidigt, muss man auch sagen. Es war aber auch zu riskant gespielt. Also normalerweise setzt man noch mal mit dem Vorderrad über den Ball, geht an Richtung Bande, nimmt das Tempo raus. Der Pass war einfach zu riskant. Also das war jetzt nicht sehr clever. Letzte Minute bricht gleich an. Stefan Feuerstein mit dem Ausgleich 5:5. Soll das unentschieden bleiben? Wie geht's weiter? Im Halbfinale gibt es ein direktes 4-Meter-Schießen. Direkt, keine Verlängerung? Keine Verlängerung. Das würde es nur im Spiel um Platz 3 und im Finale geben? Nur im Finale. Nur im Finale, okay. Also, so, die Situation müssen wir erklären. Erst Lattentreffer, dann im Nachsetzen geraten sie aneinander mit den Rädern, kommen zu Fall. Wer hat welchen Fehler gemacht? Ja, jetzt war es ein bisschen unübersichtlich. Sehen, ne? Ja, genau, ja. Wir sitzen ja auch relativ weit weg. Jetzt müssen wir mal.
man kann dem Patrick Schnetzer weniger den Vorwurf machen, weil er in der Abwehrbewegung ist, aber dann auch von Stefan Feuerstein eben das Foulspiel. Also absolut in Ordnung, die Freistoßentscheidung für die Schweiz. So, also keine 4 Meter Abstand. Ja, das ist hier nicht möglich, deswegen muss er auf die Torlinie. Boah. Treffer Schweiz, noch 15 Sekunden, jetzt muss es schnell gehen. 6:5 für die Schweiz, war das die Entscheidung? Clever gemacht, ganz clever gemacht, Patrick Schnetzer. Es wird noch einen Schlag geben, weil eben der Schweizer Feldspieler in den Anstoßkreis gefahren ist. War, auch wieder nicht so clever gemacht. Da muss man sich einfach ein bisschen geduldiger verhalten. Weil jetzt natürlich nochmal genau aus 5 Meter die Freistoßmöglichkeit für die Österreicher hier zum Ausgleich. So, der Ball, also wie gesagt, er muss direkt genommen werden. Die Uhr ist runtergelaufen. Die letzte es bleibt nichts mehr. Und wirklich jetzt Feuerstein gegen Weibel. Direktes Duell. Schnetzer gegen Weibel. Entschuldigung, genau, Schnetzer gegen Weibel. Und Spannung pur. Und die Schweiz steht im Finale.